Hallo und guten Morgen und willkommen zum heutigen Dahlberg Let's Play, der fünften Episode des Dahlberg Let's Plays oder der ersten Episode des neuen Let's Play Konzepts, welches ich mir ausgedacht habe, nämlich des Map Experience Let's Play und der ja, Mods in Action Let's Plays. Ich würde sagen, wir springen direkt in meinen Traktor. Wie ihr seht, ich habe den Kalkstreuer schon mit Kalk befüllt. Wir fahren jetzt mal rauf in die Berge. Ja, und worum geht's jetzt hier? Also, letztendlich, wir haben klar schon vier Episoden Let's Play, normales Let's Play angefangen. Aber ich habe mich entschlossen, ja, meinem Kanal ein neues Konzept zu geben. Und das Konzept heißt halt Map Experience Let's Play, also sprich, ja, die Karte richtig erfahren und ausprobieren, wie sie funktioniert. Und eben das auch in Kombination mit, ja, damit Mods in Action zu sehen oder eben halt auch selbige preis-leistungsmäßig mit anderen Mods oder dem eigenen oder dem Ingame-Equipment zu vergleichen. Dementsprechend haben wir jetzt schon hier den Düngerstreuer angehangen. Wir haben ihn schon mit Kalk gefüllt. Es warten auf uns oben auf dem Berg noch weitere Düngerstreuer, die ich da schon platziert habe, die wir heute dann halt auch miteinander vergleichen möchten. Genau, das wird heute passieren. Also den Düngerstreuer, den ich hier dran habe. Den Lizard RCW5, den kennt ihr ja schon aus den letzten Episoden. Was oben auch noch stehen wird, ist der Starrad Tornado, den wir auch schon in einer vorangegangenen Episode gesehen haben. Und ein weiterer Dünger, beziehungsweise in dem Falle Kalkstreuer, weil sie sind ja nun mal mit Kalk befüllt. Ja, den Bredal-Kalkstreuer, der eben standardmäßig im Spiel vorhanden ist. Diese drei werden wir heute in dieser Episode erstmal vergleichen und danach werden wir einen kleinen Blick auf unser Feld werfen, wo wir in den vorangegangenen Episoden den Ölrettich angesät haben. Und genau, dann werden wir eben besprechen, wie wir in den nächsten Episoden weiter vorgehen werden. Geplant habe ich jetzt schon mal fünf weitere, also mit dieser hier fünf weitere Episoden mit einem festen Konzept, eben mit verschiedenen Sachen, Teilen, die wir eben in diesem Map Experience Let's Play ja, beobachten oder durchgehen möchten. Im Speziellen, da wir ja hier auf der Karte zwei einzigartige Fruchttypen haben, nämlich den Hopfen und den Roggen, werden wir selbige auf jeden Fall als erstes miteinander vergleichen, beziehungsweise als allererstes dann den Roggen mit was anderem. So, wir sind am Feld angekommen. Ich schalte das Gerät nochmal aus. Und ja, zu unseren Geräten, die wir hier haben. Wir haben jetzt hier einmal den eben schon erwähnten Lizard RCW5, das ist eine Mod von Nikos 321. Dann haben wir hier den Stara Tornado 600 MD, das ist eine Mod von Farm Centro Sul. Und wir haben hier Standard Ingame den Bredal K105 mit dem etwas vergrößerten Tank, der hat jetzt 18.000 Liter Volumen und dem breiten Streuteller. So, preis-leistungsmäßig, wo befinden wir uns? Ich bin bei denen vorgegangen, wie ich das in meinen anderen Preis-Leistungs-Reviews auch immer gemacht habe. Ich habe den Kaufpreis genommen, ihn durch das Ladevolumen geteilt und anschließend die Arbeitsbreite ebenfalls durch den Kaufpreis ebenfalls durch die Arbeitsbreite geteilt und aus beiden Werten den Mittelwert errechnet. Und so kommen wir bei den Geräten. Beim Lizard kommen wir auf sensationelle 94 Cent pro Liter Ladevolumen und Zentimeter Arbeitsbreite, gefolgt vom Stara mit 1,22 € pro
Liter Volumen und Zentimeter Arbeitsbreite. Und das Schlusslicht bildet jetzt hier der Breda K105 mit 2,82 Euro pro Liter und Zentimeter Arbeitsbreite. Genau, aber die Frage ist ja, wie kommen diese Geräte mit dem Dünger klar? Jetzt haben wir hier unterschiedliche Streubreiten. Wenn ich jetzt mal kurz in meine Artikelliste gucke, also wir haben klar den Breda, hier steht jetzt drin 12 Meter, sind aber 18 Meter, weil ich den extra Streuteller dran habe. Der wiederum soll auf 18 Meter streuen, allerdings das macht er glaube ich nur für den Dünger. Der Kalk soll wohl nur auf 10 Meter gestreut werden, so steht es im Modhub. Und bei dem bin ich jetzt selber nicht ganz sicher. Eine Sekunde. Auch hier stehen 10 Meter Arbeitsbreite bei dem Lizard RCW 5. Ich würde sagen, wir schauen direkt mal. Also betankt ist er mit 5000 Litern. Ich glaube, ich stehe nicht ganz gerade für dieses Feld. Das Feld habe ich jetzt eben übergangsweise gekauft. Ich werde es jetzt nach dem Test wieder verkaufen. Wir gehen wie folgt vor. Wir schalten den Düngerstreuer an. Zuerst aufklappen, wäre eine Idee. Wir schalten ihn an und dann geben wir Gas. Yeah. Der ist doch aufgeklappt, verdammt nochmal. So, und dann geben wir Gas und fahren mit maximaler Geschwindigkeit. Das sind jetzt hier 20 km/h über das Feld. Ich würde sagen, der hat hier definitiv seine 10 Meter Streubreite. Wir werden es gleich als nächstes im Vergleich mit dem Starrer Gerät sehen, weil bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Gerät nur 10 Meter, also den Kalk nur auf 10 Metern verteilt. Weil die Frage ist jetzt natürlich, wie effizient sind diese Geräte mit dem verwendeten Material. Wenn wir jetzt hier gleich am Feldende angekommen sind, schalten wir den Düngerstreuer ab. Und zwar genau jetzt. So, und wir haben jetzt hier eben einen entsprechenden Verbrauch von, ich rechne es gleich noch genau aus. Ne, das Gewicht wollte ich nicht absetzen, ich wollte meinen Düngersteuer absetzen. So. Aber von etwas unter 600 Litern haben wir mit dem Lizard Kalkstreuer verbraucht. Jetzt düsen wir mal schnell zurück und hängen schon einmal den Bredal. Ups, oh, guter Drift. an den Traktor dran. Ich würde sagen, jetzt fahren wir aber als erstes mal mit dem Werfergerät. Auch hier das hintere Ende ans Feld. Wir werfen es an und fahren dann los. An und die. Ganz eindeutig würde ich jetzt sagen, das, was im Modhub beschrieben wurde, nämlich die Tatsache, dass es den Kalk nicht auf 18 Meter verstreut, würde ich jetzt mal sagen, stimmt so nicht. Ich würde hier ganz eindeutig davon ausgehen, dass das die 18 Meter Streubreite sind, die dieses Gerät auch laut System haben wird. Oder laut Modhub, ja nicht nach laut Modhub, sondern laut dem Verkaufsmenü haben wird. Ich mache mir aber jetzt fast Sorgen, dass ich keine ganze Linie Feld mit dem Ding bearbeitet kriege. Wird knapp und nein. So, also ich habe fast hier das Feld noch nicht mal ganz bearbeitet bekommen oder gekalkt bekommen mit diesem Gerät. Also hier definitiv schon ein recht hoher Verbrauch von dem Gerät. Genau, ich gehe mal gerade zum Traktor und dem Bredal-Gerät zurück. Und dann werden wir eben das Gerät noch als letztes ausprobieren mit dem Verbrauch. Wenn ich denn dann ankomme. So. Motor an. Streuteller aufklappen. Anwerfen und losfahren. So, jetzt haben wir hier schön den
Vergleich. Also meines Erachtens nach definitiv gleiche Streubreite wie das Stara-Gerät. Wäre jetzt so meine Einschätzung, wenn ich jetzt so die Breiten vergleiche. Das heißt, die Frage ist nur noch, wie viel Liter Kalk denn jetzt dieses Breda-Gerät auf die Entfernung von, ja, von dieser Feldbreite verteilt. Und ich denke mal, um es vergleichen zu können, werde ich das Gerät auch da abschalten, wo das Stara-Gerät angekommen ist. Nämlich genau jetzt. Kommt in etwa hin. Wie gesagt, leichte Ungenauigkeiten, menschliche Ungenauigkeiten sind nicht ganz auszuschließen. So, das heißt, wir haben jetzt hier, ich rechne mal ein wenig nach. Genau, ich rechne mal nochmal auch das andere Gerät durch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja, also zum Verbrauch der Breda Düngerstreuer mit dem 18 Meter breiten Streuteller hat jetzt noch ein Restfüllvolumen von 9.503 Litern. Bei 11.000 Liter vorheriger Füllmenge kommen wir auf 1.497 Liter Verbrauch. Der Stara Tornado, der hinten dran hängt, hat übrigens hinten noch eine Anhängerkupplung, was ich ziemlich cool finde. Obwohl es eigentlich dargestellt eine Bolzenkupplung ist, aber anscheinend passt der Breda hinten auch dran. Nichtsdestotrotz, der hat 1500 Liter Volumen und ist auf der Strecke komplett leer geworden. Das heißt, vom Verbrauch sind die meines Erachtens nach gleich. Die 3 Liter Unterschied würde ich jetzt auf Testungenauigkeiten zurückführen. Beim Lizard-Gerät haben wir jetzt noch eine Restfüllmenge von 4.462 Liter, also kommen wir auf 538 Liter Verbrauch. Jetzt ist die Spur aber nur etwa halb so breit, weil wie gesagt, der hat eine Streubreite von 10 Metern, die beiden, der Tornado und auch der Bredal auf 18 Meter. Heißt aber, wenn ich 2 Touren mit dem Lizard-Gerät fahre, habe ich meine 20 Meter Streubreite erreicht. Und würde in der Theorie halt nur 1038 mal 2 1076 Liter Dünger verbrauchen, im Gegensatz zu 1500 Liter, die ja, das Bredal und das Stara-Gerät verbrauchen. Das heißt, das Stara-Gerät ist zwar vom reinen Preis-Leistungs-Verhältnis von Streubreite und in Relation zu Füllvolumen und Gewicht am besten. Da hat das Lizard-Gerät nur Platz 2 belegt, aber vom Verbrauch her definitiv auf Platz 1, weil es am wenigsten vom Material verbraucht hat. Somit meines Erachtens nach, weil Kalk zum Teil von weit her transportiert werden muss. Hier zum Beispiel die Kalkstation auf der anderen Seite des Tals dauert ein bisschen, bis man da ist. Und man muss alle 3 Saaten Kalk verwenden. Dementsprechend hier mein Gewinner im heutigen Vergleich aufgrund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses, nicht des Bestens, aber des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses und des geringen Verbrauchs. Heute mein heutiger Gewinner, dieses Lizard RCW 5 Kalk- und Düngerstreuer von Nikos 321. Ja, das dazu. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich an meinen Feldern angekommen bin. Hi, da bin ich wieder. Kurzes Zwischenupdate, was mir gerade bei dem Lizard-Gerät noch als cooles Feature aufgefallen ist. Wenn man jetzt sieht, ich habe das Gerät jetzt zugeklappt und man sieht, so läuft das Rad. Wenn ich es jetzt aber aufklappe, dauert ein bisschen, das hat ja auch eben beim Christian. Aber was man jetzt sieht, jetzt seht ihr dieses grüne Rad an dem gelben Arm, das ist jetzt eben an dem eigentlichen ja, Reifen, der auch hier wurde, angedrückt und dreht sich mit. Also das heißt, durch das Fahren von meinem Fahrzeug wird die Kraft auf dieses Sonderrad übertragen, was dann wiederum den Düngerstreuer antreibt. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Ich finde, das ist ein
cooles Feature. Jetzt habe ich es wieder ausgestellt. Jetzt dreht sich das Rad eben entsprechend nicht mehr mit. Coole Mod, cool gemacht von Nikos 3.4.1. Ja, und wie gesagt, auch noch top im Verbrauch dieser Düngerstreuer oder Kalkstreuer. Ist auf jeden Fall ein schickes, interessantes Gerät, was mir sehr viel Freude bereitet jetzt bis jetzt im Spiel. Und vor allem nicht allzu teuer. Ich glaube, wenn ich es neu kaufe, muss ich mal gerade schauen. Da ist es. Gerade mal 7.500, wenn man bedenkt, dass diese Geräte hier über 39.000 Euro wert sind. Also wenn man frisch anfängt, neuer Farm, nicht auf neuer Farmer, bei Null beginnen, etc., ist das ja eine coole Alternative, ein cooles Einstiegsgerät für die eigene Farm. Ja, das eben der RCW 5 von Nikos 3.2.1. Coole Mod. Wir sehen uns gleich auf meinem Feld wieder. So, da sind wir auf meinem Feld. Der Ölrettich ist gewachsen, kann also jetzt, hier haben wir auch noch ein bisschen Gras, aber das wird jetzt gleich entsprechend korrigiert. Wir können das jetzt entsprechend bearbeiten. Genau, Dünger. Stufen haben wir hier hinten zwar schon, weil ich die Map neu aufbauen müsste, aber wir arbeiten das entsprechend alles ein. Dieses Stück Land wird jetzt erstmal wieder verkauft. Da habe ich eben den Test mit den Düngerstreuern drauf durchgeführt. Ja, ich würde sagen, ich hole mir mein Sä-Equipment. Nein, noch nicht. Und zwar erstmal jetzt. Beziehungsweise ich hole mir mein Sägerät von, aber dabei erkläre ich euch noch ein bisschen was. Und zwar, was jetzt in nächster Zeit noch auf euch zukommt in meinem Map Experience Let's Play. Zum einen möchte ich eben, wie schon eben erwähnt, die individuellen Fruchtsorten, die es auf dieser Karte gibt, entsprechend vergleichen zu ja, dem Standard Material, Standardfruchtsorten, die es im Spiel entsprechend gibt, hinsichtlich Effektivität und Verkauf und Verkaufserlös dann entsprechend natürlich. Wir werden damit als erstes mit dem Roggen anfangen. Und zwar, ich würde sagen, ich hole mir jetzt dafür mal den anderen Deutz wieder, kann der auch mal ein bisschen was tun. Und zwar werden wir ja, mit dem Roggen anfangen. Und dafür gucken wir jetzt mal gerade der Roggen ganz am Ende. So, der hat einen Verkaufspreis immer über 700 Euro, egal an welche Verkaufsstation ich gehe. Also 742 im Gasthaus, 745 beim Viehhändler und 724 in der Wiesenmühle. So, der Roggen, ich tippe mal darauf, ich habe ihn selber noch nicht ausprobiert, aber ich gehe fast davon aus, er wird auch Stroh haben. Das heißt, wir werden eines der Fruchtsorten mit ihm vergleichen, welche ebenfalls Stroh erzeugt, sodass wir dann halt auch den Stroh-Output miteinander vergleichen können. Und zwar, da das Silo hier auf der Karte die Zusatzfruchtsorten nicht aufnehmen kann, ihr seht das oben, das ist nicht vermerkt, dass die mit in mein Silo reinpassen, muss ich zuerst die normale Fruchtsorte anpflanzen. Dann werden wir sie ernten und ins Silo verbringen. Und wenn das gemacht ist, dann pflanzen wir den Roggen an und werden anschließend gucken, welches Produkt hat mehr Liter erzeugt auf meinen Feldern. Und anschließend eben gucken wir, welches ja, mehr im Verkauf bringt. Und ich würde sagen, wir vergleichen es am besten mit der Gerste, weil das ist das einzige Produkt, was aktuell so um die 700 Euro im VK bringt. Der Hafer 659 ist ähnlich, aber oder ja, ist am nächsten dran, also auf, als zweites, oder hier 688 noch die Gerste, aber das einzige,
welches über 700 hinausgeht, ist eben hier der Weizen. Und deshalb denke ich, wir werden Weizen auf dem Feld mit dem, wo jetzt noch der Ölrettich draufsteht, werden wir entsprechend Weizen ansehen und den Weizen dann mit dem Roggen in den Vergleich bringen. So, dann werde ich sagen, mal hier Gras, Roggen, Weizen. Sehr gut. Den Deckel nochmal auf, weil wir ja entsprechend das Saatgut einfüllen müssen. So, per. Wunderbar. 1000 Liter Deckel zu. Und dann würde ich sagen, ich mache mich auf den Weg zu meinen Feldern und fange an, entsprechend ja, den Weizen auf meinen Feldern anzusehen. Wir sehen uns, wenn ja, das geschehen ist. Wobei ich jetzt als allererstes das Geld zurückzahle, welches ich für für die Miete sozusagen des anderen Feldes benötigt habe, um meinen Test von den Galgstreuern durchzuführen. Genau. So. Ja, damit genug der langen Worte. Ich bin jetzt fast an meinen Feldern angekommen. Ich werde jetzt anfangen mit dem Aussehen. Und wenn ich fertig bin, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Hallo. Ein kurzer Zwischenstand für euch. Ich habe einen Helfer beauftragt, der meine Felder eigentlich ansehen sollte. Während ich noch ein paar Bäume gefällt habe, die hinten auf meinem Holztransportanhänger jetzt auch schon bereit liegen. Da mein Weizentank jetzt schon so gut wie leer ist, hier mal kurz das Bild, welches der Helfer verursacht hat. Also er hat es geschafft, zumindest die Felder als alle für eins zu sehen. 32, 33 habe ich gerade selber beendet, aber naja. Wie die Helfer im Spiel halt so sind. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, wie kriege ich das so gleichmäßig bepflanzt, das Feld, dass ja, alles auch gleichmäßig wächst und gleichmäßig geerntet werden kann, beziehungsweise ich das Unkraut vor allem auch gleichmäßig entfernen kann. Also das wird noch ja, eine nette Herausforderung für mich werden. Ja, wie ihr seht, meine 1000 Liter Saatgut sind so gut wie verbraucht. Das große Feld ganz hinten, da ist ja bis auf diese eine Spur, die der Helfer gezogen hat, noch nicht viel passiert. Ich werde also jetzt gleich erstmal meinen Saatguttank nachfüllen müssen. Jo, wir sehen uns dann, ich denke mal, wenn die Felder zu Ende bestellt sind. Ansetzen. Also, wir sehen uns, wenn die Felder zu Ende bestellt sind. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es ist spät geworden. Wir kaufen gerade noch ein bisschen Weizen. Das bisschen Weizen war noch im Mähdrescher vorhanden. Vom Kauf oder beziehungsweise der Abernte hier vom Feld 25, was ich zwischenzeitlich mal gekauft habe. Ihr habt das gerade gesehen, 1800 Liter war jetzt nicht die Welt. Ja, es ist spät geworden, aber die Felder der Weizen ist gesät, er wächst. Gerade noch meine Laster in der Garage, die Mühe, den rückwärts einzuparken. Den morgen eh wieder zur Ernte brauche. So, Lichter aus, Motor aus, das schon an. Ich hier dann bewegen laufe. Genau, die Felder, wie man sieht, sie sind gepflanzt mit Weizen und Wachstum, naja, unterschiedlich, dank dem Helfer, wie man es auch nennen kann. Ich hau mich jetzt hier in meinen Farmer, lasse ich jetzt schön aufs Ohr hauen.
schön ein bisschen ausschlafen. Es ist 8 Uhr abends, sagen wir mal so gegen 7 Uhr, denke ich mal, werden wir wieder aufstehen. 11 Stunden, genau. Und wir sehen uns dann morgen früh. Guten Morgen. Ja, ihr seht's, Kreditzinsen, Mietkosten, Betriebskosten, Gebäude, alles abgezogen, aber es hat so gerade gereicht, um noch 826 Euro auf dem Konto zu haben. Was sagen unsere Felder? Na, sind noch nicht komplett erntereif. Wir können aber schon mal, würde ich sagen, mit dem LKW hoch zum Feld fahren und dem Anhänger. Weil wir ja, denke ich mal, zeitnah dort ernten werden. Können dann auch von dem Mähdrescher ja, ans Feld ranfahren, würde ich sagen. Erstes. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ja, wenn die Felder erntereif sind, beziehungsweise ich denke mal, wenn die Ernte am Weizen sogar schon durch ist. Bis dann. Da bin ich wieder. So, ihr habt es gerade gesehen. Der Weizen ist gestern Abend erntereif geworden. Und als es schon dunkel wurde, deshalb konnte ich da nicht mehr allzu viel von zeigen. Ich habe ihn gestern Abend noch zu Ende geerntet. Wie viele Liter es jetzt genau geworden sind, das seht ihr erst später. Aber ich habe auch, wie ihr seht, schon Ballen gepresst. Und allein schon hier auf dem ersten Feld sind es ein paar geworden. Ich gucke gerade. 51 Stück an Ballen allein auf diesem Feld. Was ganz gut ist, weil ich ja ein bisschen am Geld mir ein bisschen das Geld ausgegangen ist. Wie ihr schon gesehen habt, gestern Abend war es spät, als die Ernte reif wurde. Ich habe sie dann logischerweise geerntet, aber noch nicht verkauft. Das heißt, ich hatte wieder eine Nacht dazwischen, wo wieder Betriebskosten fürs Gebäude waren und eben halt auch ja, meine Regierungssubvention. Meine Regierungssubvention ist ja das positive, meine Steuerschilder, die ich aufgestellt habe, um für die BGA entsprechend ausgeglichen zu werden. Ja, um eben meine BGA, die ich habe, die Kosten dafür auszugleichen, die haben alle eben in der Nacht wieder Geld haben wollen, so dass ich ins Minus gerutscht bin. Und entsprechend das mit, ja, ich habe zwar gesagt, ich kann dann keinen Kredit mehr aufnehmen, aber meine Bank war so freundlich und hat mir nochmal einen Überbrückungskredit, einen kleinen in Höhe von 5.000 Euro gewährt, sodass es zumindest jetzt über die Nacht, ja, also dass ich jetzt zumindest so knapp 1.000 Euro noch Cash in Tash, wie man so schön im Rheinland sagt, habe und die werde ich ja auch brauchen, weil, wie gesagt, ich werde ja hier auf dem Feld jetzt, nachdem der Weizen dann eingelagert wird, werde ich ja hier erstmal wieder als nächstes den Roggen ansehen wollen. Genau, ja, als nächstes wird hier entsprechend der Roggen angesät und erst wenn der dann abgeerntet wird oder abgeerntet wurde und wir dann die Mengen von den beiden Feldfrüchten miteinander vergleichen können, also was sie an Liter gebracht haben und dann nachher natürlich auch was sie an Euro bringen werden im Verkauf, erst dann kommt ja wieder Geld rein und bis dahin muss ich halt irgendwie gucken, wie ich mich bis dahin sozusagen über Wasser halte, weil ich muss ja auch Saatgut und Ähnliches wieder kaufen. Und erst wird hier auch nochmal Rettich angesät, damit wir entsprechend den
Düngerstatus wieder habe, also dass das Feld wieder entsprechend gedüngt ist. Ja, das will ja alles bezahlt werden und deshalb ja, wird es ein bisschen knapp mit der Kohle. Und deshalb ist es ganz schön, dass ich hier nochmal von der Bank ein kleines, eine kleine Finanzspritze, einen Überbrückungskredit, quasi eine Dispo-Erhöhung erhalten habe. Ja, gut, ich sammle meine oder presse meine Ballen entsprechend zu Ende und wenn das gemacht ist, dann werde ich einen Teil davon verkaufen. Wie gesagt, ich werde es mir mal anschauen, wie viel es am Ende nachher geworden sind. Und dann entscheide ich, wie viele ich bei mir hinten im Lager reinlege an meiner Kuhweide und wie viele ich letzten Endes ja, in den Verkauf bringe. Preistechnisch liegen die im Augenblick bei 52 Euro pro 1000 Liter. Das heißt, ein Ballen A 4000 Liter, so etwa 200 Euro. Ja, mal schauen. Den verkaufen sind wir schon bei 2000 Euro. Ja, das ist okay. Also ich denke mal so 20 sind 4000 Euro. Damit müsste ich über eine Nacht hinkommen. Also so 20 Ballen werde ich definitiv verkaufen. Wenn nicht mehr, eher das Doppelte. Also 40 Ballen verkaufen. Und aktuell gepresst sind jetzt schon 63 und jetzt sind es 64, das heißt ja, das habe ich gerade gesagt, 20 verkaufen, dann sind immer noch 40, die man einlagern kann oder auch mehr verkaufen. Ich schaue einfach mal, wie, ja, wie ich mit den Mengen zurechtkomme und wie viele Ballen es am Ende dann nachher geworden sind. Ja, ich würde sagen, wenn das durch ist, wenn das durch ist, sehen wir uns wieder. Und ja, dann fahren wir noch das, genau, das, den Weizen ins Lager, dass ihr dann auch seht, wie viel Liter Weizen jetzt aus der Ernte entstanden sind. Genau, in dem Sinne sehen wir uns gleich wieder. Jetzt wirklich das Video ausmachen. Hallo, da bin ich nochmal zwischendrin, bevor der Weizen ins Silo gebracht wird. Wie ihr seht im oberen rechten Bildschirm, ich habe noch sensationelle 84 Euro übrig. Warum? Nun ja, weil ich diesen Autoload-Trailer mir gemietet habe von Fliegel. Das ist der, boah, wie heißt er? Garage. Der Fliegel TPW 180 Rundballen hat irgendwas über 900 Euro gekostet, ist auf jeden Fall das, was noch übrig geblieben ist. Von meinen 1007 Euro sind die 84 Euro. Gepresst habe ich insgesamt, ihr seht es oben rechts, Spiel 95 Ballen. Auf diesen Trailer passen 26 Stück, wie man sieht. Und wenn ich die jetzt verkaufe, bringen die mir 5.485 Euro für eine Ladung. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht. So, also ich habe 95 Ballen gepresst, 26 sind jetzt schon verkauft. Ich werde einen kompletten Trailer mir ins Lager legen. Und das heißt, 26 kommen noch in mein Lager dazu. Und die übrigen, ich habe jetzt 26 verkauft, nochmal 26 ins Lager sind 52 und die übrigen 95 minus 52 sind dann, was ist denn jetzt hier los? Irgendwas hakt da. So, jetzt aber. 95 minus 52 sind 37, das heißt die übrigen 37 gehen dann auch noch in den Verkauf. Das heißt nochmal 26, das heißt ich werde so bei 11.000
für den zweiten Trailer rausliegen kommen, plus noch einen kleinen Rest für das, was übrig bleibt. Was ganz gut ist, das seht ihr dann gleich, wenn ich alles, die Ballen verkauft habe, die anderen Ballen eingelagert habe und entsprechend dann endlich in meinem LKW sitze mit meinem Weizen und diesen in mein Silo fahre und euch sage, wie viel da jetzt wirklich übrig geblieben ist. Also bis gleich. Bin ich wieder. Ihr habt es gesehen, ich habe meine Ballen wie zugesagt verkauft, noch eine volle Ladung verkauft und einen halben Anhänger und dann entsprechend auch Ballen bei mir im Silo nicht, in meinem Lager Gebäude, Lagerhaus, in meinem Lagerhaus entsprechend eingelagert. Und ich habe meinen LKW mit dem Weizen abgeholt, wie man hier sieht. 48.682 Liter Weizen. So viel ist aus meinem Feld ertragsmäßig rausgekommen. Ja. Lagern wir jetzt ein. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Klar, viel Map Experience habt ihr jetzt noch nicht gehabt, aber zumindest Mods in Action habt ihr welche gesehen, nämlich die verschiedenen Düngerstreuer bzw. Kalkstreuer, die eben am Anfang der Episode miteinander verglichen wurden. Bis zur nächsten Episode. Ich meine, hier ist es gerade 12.15 Uhr mittags. Was werde ich jetzt noch machen? Ich werde natürlich jetzt den Ölrettich ansehen. Ich werde dann, wenn der gewachsen ist, entsprechend den Roggen ansehen. Und wenn der dann gewachsen ist, werden wir uns zur Ernte vom Roggen definitiv wiedersehen. Aber das ist nicht alles. Es wird auch noch das ein oder andere in den Folge-Episoden geben, was interessant sein wird, worauf ihr euch freuen dürft. Also zum einen natürlich der Roggen, der geerntet wird.
Ich denke, in der Episode werden wir auch die Spiegel miteinander vergleichen. Wenn das geschafft ist, der Roggen, dann schauen wir mal, wird in einer anderen Episode um Mähtechnik gehen, verschiedene Mäh-Anbauten für Traktoren, die wir miteinander vergleichen werden. Wir werden verschiedene Ladewagen noch miteinander vergleichen und natürlich nicht zuletzt auch dann entsprechend Hopfen ansehen. Und beim Hopfen finde ich ganz interessant, also auch da, wie wir es jetzt mit dem Weizen machen werden, eben einen entsprechenden Vergleich anstellen. Ertrag in Ernte. Und auch da beim Hopfen müssen wir mal schauen, vielleicht werden wir uns auch damit befassen, ob der zur Silage verarbeitet werden kann, weil ähnlich wie Sonnenblumen oder insbesondere wie Mais wird er ja auch mit dem entsprechenden Schneidkopf für Mähdrescher geerntet, aber die Frage ist, kann ich aus dem Hopfen auch Silage herstellen? Weiß ich nicht, werden wir beantworten. Genau, das entsprechend alles in den nächsten Episoden, Plural. Nicht nur eine. Es wird also spannend bleiben. 48.682 Liter Gerste im Silo. Genau so, wie es sein soll. Ja, das war's mit dieser Episode. Vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Liken und kommentieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.